Liebe Zuschauer, was ist Ihrer Meinung nach der beste Weg, um die Kultur, Traditionen und Geschichte der Deutschen zu studieren? Sicherlich haben Sie einige Ideen im Kopf. Nun, wir werden unsere Vision mit Ihnen teilen. In der Stadt Almaty fand eine ethnokulturelle Sprachplattform für Kinder der Kasachstan-Deutschen statt. Die traditionellen Workshops für die sprachliche Kinder-AG wurden in Veranstaltungen unterschiedlicher Formate umgewandelt. Sportwettkämpfe, Filmabende, Kreativworkshops, Johannistag und vieles mehr. Jeden Tag lehrten die Teilnehmer etwas Neues und stellten ihr Wissen unter Beweis. Den Abschluss bildete ein Konzert, von dem wir euch jetzt erzählen werden. Ich schlage vor, mitzumachen und die wundervolle, interessante Welt der Kultur der ethnischen Deutschen kennenzulernen, bunte Farben und natürlich die deutsche Sprache in ihr Leben zu bringen. Solche Großveranstaltungen mit Zugang zur Stadt bieten die Möglichkeit, über sich selbst zu erzählen, was natürlich ein positives Bild unserer Organisation vermittelt. Das Konzert fand an einem der Plätze der Stadt statt, wodurch es auch möglich wurde, den Bewohnern und Gästen der südlichen Hauptstadt die Kultur der Kasachstan-Deutschen näher zu bringen. Wir kamen mit kleineren Kindern und während die älteren Kinder Aktivitäten hatten, hatte ich auch an diesen Aktivitäten teilgenommen. Dabei habe ich das Lied Laterne, Laterne, Sonne, Mond und Sterne gehört. Ich denke, vielleicht sind mir ein paar Pannen passiert, denn Deutsch ist überall. Morgens Deutsch, mittags Deutsch, meine Kinder haben Prüfungen abgelegt. Ich denke, vielleicht habe ich es mir eingebildet. Dann schaue ich mich um und hier ist ganz Deutschland in einer kleinen Version. Tatsächlich stellte sich dies als ein interessantes Treffen heraus. Toll, dass man in solchen Resorts plötzlich etwas gebürtiges Deutsches hört. Ruhen Sie sich aus, lerne Deutsch, denn wenn du deine Muttersprache kennst, verstehst du, dass alles auf dieser Welt sehr cool ist. Jeder hatte die Möglichkeit, die Traditionen, Feiertage der Kasachstan-Deutschen kennenzulernen, sowie an Tanz- und Musikaufführungen teilzunehmen. Für die Teilnehmer selbst war der öffentliche Auftritt ein Event voller Emotionen und Eindrücke. Die Kinderbad spielte Nummern in verschiedenen Sprachen. Wir wurden eingeladen, hier ein deutsches Programm zu machen und wir haben natürlich gerne darauf reagiert, denn hier haben sich heute die meisten deutschen Bands versammelt. Ihr habt die Tänze und Lieder gehört und gesehen. Die Band Katzenpiloten hat heute live auf der Bühne gespielt, alles in erwachsener Form. Mit Schlagzeug, Bass, Gitarren und Ukulele. Die Jungs sangen Lieder auf Deutsch, Italienisch und Kasachisch. Es gab viele Lieder, wenn alle sangen. Traditionelle deutsche Lieder. Wir sprachen über deutsche Feiertage, über deutsche Traditionen. Ein cooler Job mit den Kindern wurde gemacht. Kinder, die auf der Bühne stehen, spürten den Antrieb und die Aufregung. Vielleicht hat irgendwo irgendwas nicht geklappt, aber das ist normal, denn sie sind noch kein professionelles Team. Stellen Sie sich Kinder von 10, vielleicht sogar jünger, von 9 bis 13 Jahren mit Musikinstrumenten vor. Alles auf der Bühne klingt. Ich glaube, es war interessant und toll. Ich denke, wir haben die deutsche Kultur mit Würde gezeigt und klangen dabei auch würdig. Die deutsche Familie Sprachcamp Deutsches Mosaik war unterwegs. In Oikaragai tanzten wir deutsche Tänze, singen deutsche Lieder, erfreuen die Gäste dieses wunderbaren Ortes und machen sie mit unserer Kultur bekannt. Wir tanzen Kreuzpolka, Berliner Polka, Specknerin, singen Lieder verschiedener deutscher Feiertage. Wir machen alle unsere Gäste der Stadt und dieses wunderbaren Ortes mit unserer Kultur bekannt. Die Leute mögen es sehr, alle sind glücklich.
sich untereinander kennenzulernen und vielleicht noch mehr, sich zu vereinen und sich anzufreunden. Wir wollten den Bewohnern der Stadt und den Gästen unsere deutsche Kultur näher bringen, mehr über unseren Verein erzählen, warum wir dies alles tun. Damit die deutsche Sprache für die Leute hörbar wird, haben wir uns eine solche Ausfahrt ausgedacht. Im Allgemeinen glaube ich, dass das Ergebnis nach dieser Veranstaltung auf dem Platz sein wird, dass die Leute sich mit der Kultur und Sprache vertraut machen werden und ihre Lehre der deutschen Sprache in unserer fröhlichen, freundlichen Gesellschaft Wiedergeburt fortsetzen wollen. Solche Veranstaltungen sind eine tolle Idee. Je mehr Aufführungen es gibt, desto mehr Fans wird die deutsche Sprache und die deutsche Kultur haben.